minus B, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Woher die Formeln kommen, lässt sich leicht verstehen, denn nehme ich Passwort 2, muss ich es mit sich selbst mal nehmen. Multipliziere ich jetzt alle Teile einzeln aus, da kommt da auch schon fast die erste Formel raus. Und nehme ich in derselben mal ein Minus statt dem Plus, dann ändert sich nur ein einziges Zeichen am Schluss. Wenn wir uns A plus B mal A minus B ansehen, da bleibt der A Quadrat minus B Quadrat stehen. Die drei Gleichungen, die wir jetzt gerade erhalten haben, tragen, wie soll es anders sein, einen eigenen Namen. Doch weil es ja schon im Titel von dem Lied hier steht, ist klar, dass es um die binomischen Formeln geht. Die Klammer auf A plus B, Klammer zu uns. Ja! Klammer auf A minus B, Klammer zu ins Quadrat, ist gleich A Quadrat minus 2AB plus B Quadrat. Und jeder, der jetzt auch nie mehr wieder in der Biologie sollte wissen, dass es nie war. Mutti, ich grüß dich, hallo. Wenn man nur die Summe der Quadrate der Summanden nimmt, dann... Was? Ist gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Klammer auf A minus B, Klammer zu ins Quadrat. Abitur 2018! Hier. 1, 2, 3, passt, oder? Ja. Schön. Mit Lina, ich höre. Okay. Als erstes würden Sie die Prügelstrafe wieder einführen? Natürlich. Sofort. Deshalb habe ich auch immer einen Prügel bereitstehen. Das ist ein Geschenk von den Abiturienten. Ihr kennt das ja, ein Schwert. Und hier habe ich ein modernes Kurzschwert und damit kann man prügeln und notfalls auch mal einen kleinen Finger oder sowas entfernen. Okay. Relativ schmerzhaft. Ob ich die Prügelstrafe wieder einführen würde, selbstverständlich. Das hat doch Sinn. Zuerst mal möchte ich betonen, dass ich hier zu diesem Gespräch gezwungen wurde mit einem hölzernen, länglichen Gegenstand. Ja, manche Situationen gibt es tatsächlich, dass ich die Prügelstrafe einführen würde, um Denkanstöße zu schaffen. Nein. Das ist viel zu anstrengend für den Lehrer. Nein, niemals. Nein, auf gar keinen Fall. Ich denke mal, das war sehr ungewöhnlich früher. Denn ein Lehrer hat ja auch mal schlechte Laune und dann gab es Prügeltage. Jedenfalls hat das immer meine Großmutter so erzählt. Eigentlich kann man nur versuchen, klarzukommen. Ja, und wenn das nicht geht, dann ist ein Lehrer eigentlich ein wenig verloren. Was machen Sie morgens als erstes nach dem Aufstehen? Kaffee trinken. Wie fanden Sie denn unser Französisch-Jahrgang? Euer Französisch-Jahrgang? Ja. Damals habe ich gedacht, ihr seid schlecht, aber es geht noch schlechter. Wen oder was würden Sie retten, wenn die Schule brennt? Wen oder was würde ich retten? Ich würde, also erstmal würde ich dich retten. Ja, dann würde ich jetzt ausnahmsweise die 12. retten, meine Klasse. Dann würde ich die Klassenbücher retten. Mich retten. Ihr Mann. Nein, ich würde natürlich alle retten. Ja, ich würde auch meinen, natürlich würde ich meinen Mann noch retten. Ich würde auch alle meine Sportlehrerkollegen retten. Was ist Ihre Lieblingsbiersorte? Meine Lieblingsbiersorte? Oh, das ist Feltins. Pilsner. Ja, das hat auch eine kleine Geschichte. Es gab vor Jahren mal eine Werbung. Und da saß eine alte Dame auf einer Bank. Und dann kam ein ganz junger, sportlicher, attraktiver junger Mann, setzte sich zu ihr und er hatte Feltins dabei. Und ich wünsche mir das auch ab und an. Herr Völz, was fanden Sie an Ihrer Schulzeit am besten? Nichts.
Also ich fand am besten den Kulturabend, weil es einfach mega Spaß gemacht hat, den zu organisieren und generell eigentlich alles relativ gut geklappt hat und die Beiträge super waren und es war einfach ein mega schöner Abend und das Feeling war einfach nur klasse. Taking pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. A new answer to the same question, how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong, we just gotta hold on and on and on and on, 'cause we're gonna be about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Ja, und ich fand tatsächlich Mitternacht zu mir am besten. Einfach, was passt besser zusammen als Fußball und Tanzen. Auch als die Jungs mitgetanzt haben, war mein persönliches Highlight. I got this feeling inside my bones.
It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Can't stop them. I can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, 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 dance. Ain't nobody leaving soon, so keep dancing. Dass ich mal einmal besser war als Max Schulz in Wirtschaftsunterricht. Und du hast es nicht gefilmt. In der 10. Klasse die Fahrt mit Frau Heimann. Einmal nach Halle und die anderen 2 Tage nach Berlin. Das war, da war ich einen Montag, mal ganz schön müde. Ja. Ja, und da hat mir dann Herr Grabo einen Kaffee ausgegeben und hat mir den sogar geholt in Bio. Ah, cool. Ja, und jetzt stört ja Frau Köcher unsere Konversation, weil die ein bisschen eifersüchtig ist. Ja. Was fandet ihr am besten an der Schulzeit? Deutsch mit Frau Borchardt. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Thought that I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days, for it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Yeah, I hope someday we'll sit down together. Traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down.
And every once in a while, I start texting. Write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days. All our troubles will lay to rest. We wish we could come back to these days. All I know. We wish we could come back to these days. We wish we could come back to these days. Was werden Sie am Jahrgang 2018 am meisten vermissen? Die Offenheit, die Freundlichkeit, die netten Begegnungen, dass wir viel Spaß miteinander hatten. Alles. Der ständige Toilettengang von Maurice Bohn. Ich werde ihn wirklich vermissen, dass er ständig, fluchtartig, immer wenn er ein neues Thema begonnen hat, den Raum verlässt. Eure Freundlichkeit. Euch. Euch. Die vielen Diskussionen im Sozialmann-Unterricht. Euch alle. Das wird sehr, sehr schwer, weil ihr meinen historischen Rundgang getragen habt, weil ihr meine Theatergruppe zu großen Erfolgen geführt habt, Prozessionsspielen, Bühneabend, vorher schon viele gute Dinge. Und weil ihr einfach die 15 Punkte in der Hose. Was war an der 12-1 besonders? 12-1 war super besonders. Wir waren die beste Klasse. Ja. Da haben wir eben schon Fingerhatten und Frau Schimmel. Es war super schön, obwohl wir manchmal auch sehr anstrengend waren und es die Lehrer nicht leicht mit uns hatten. Aber wir waren, denke ich, eine super Klasse. Ja. Okay. Was war an der 12-2 besonders? Tja, eigentlich. Ganz laut. Eigentlich alles, oder? Also würde jetzt nichts anderes einfallen. Top Klasse. Wunderbar. Einfallsreich, genial. Also, ich bin sprachlos, ja. Einwandfrei. Was war an der 12-3 besonders? Ja, also ich denke, unsere Klasse ist eine sehr besondere Klasse. Wir sind sehr individuell mit vielen verschiedenen Charakteren. Man kann auch sagen, wir sind eine sehr kreative Klasse. Auch Instrument spielen, Gesang, Theater, Moderation, alles drüber und dran ist dabei. Und wir halten immer zusammen, egal was passiert. Und ich denke, das macht uns aus. Was wünschen Sie unserem Jahrgang für die Zukunft? Alles, was das Leben Gutes bereithält? Ein schönes Leben, Glück, Zufriedenheit, so einen schönen Job findet. Ja. Dass ihr alle gute Berufe erhaltet und uns würdig vertretet im Leben. Nur das Allerbeste. Eine glückliche, frohe Zukunft. Mit viel Freude, mit tollen Menschen, die euch umgeben. Eigentlich ein schönes Leben. Alles Gute, das Beste, das Schönste, Durchhaltung, Gesundheit. Gottes reichlichen Segen für jeden von euch. Und später einmal im Leben einen liebevollen Partner oder Partnerin. Ja, so dass euch das Leben weiterhin hold bleibt. Gut gewogen und dass ihr uns das falsche Ziel nicht vergessen.